Ja, als Kind ist es natürlich viel naheliegender zum Bike fahren, weil dann kannst du in die Natur gehen, du bist im Wald, du bist mit anderen Kindern am Spielen und es ist auch einfach bei uns hier in der Region ist Bike-Kultur tiefer verankert gewesen und darum ist das für mich eigentlich ist das gar nicht so vorgestanden, sondern wir sind einfach auf dem Bike gewesen. Und ja, in den letzten Jahren habe ich es auch ein paar Mal ausprobiert, ein Strassenrennen zu fahren. Ich war auch an Olympia auf der Strasse und es war auch eine extrem spannende Erfahrung für mich. Es sind extrem spannende Rennen. Der Sport ist beeindruckend, was es alles auch braucht, um dort vorne dabei zu sein. Es ist extrem und ja, es war sehr spannend für mich, aber ich bin eine Mountainbikerin und ich bleibe eine Mountainbikerin. Ja, also im Bike fahre ich absolut nur für mich. Dann weiss ich genau, was ich machen will und ich mache genau das, was ich machen will. Und mir ist ziemlich egal, was alle anderen machen. Ich fahre einfach mein Rennen nur für mich. Ja, egal, was rundherum passiert. Weil ich weiss, was ich kann und ich weiss, was ich nicht kann. Und ich weiss, wie ich fahren muss, damit ich so ins Ziel komme. Und ich weiss, wo ich kann. Schneller fahren, ich weiss, wo ein guter Teil von der Strecke ist, um mehr Gas zu geben. Und darum während dem Rennen schaue ich wirklich einfach ja, nur auf mich. Eine, wo man, ja, wo extrem cool ist, ist einfach Mont Saint-Anne in Kanada. Weil hat lässige Abfahrten, hat coole Aufstieg. Ja, aber es gibt so viele Strecken, die etwas Spannendes an sich haben. Auch, da kann ein Swiss Cup sein, da kann, manchmal kommt man an ein neues Ort und es ist wieder etwas ganz anderes. Auch Rennen, die beim Strecken anschauen vielleicht nicht so spannend aussehen, können unheimlich spannende Rennen geben. Zum Beispiel Albstadt, der Weltcup. Denken viele, ja, die Strecke ist ja, hat gar nicht viel, aber es gibt unglaublich spannende Rennen auf dieser Strecke. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr haben wir eine von den spannendsten Rennen gehabt, die es je gegeben hat. Und ich glaube, man kann es im Vorfeld oftmals gar nicht so sagen. Also ich glaube, jede Strecke hat ihre Faszination und jede Strecke kann ein Spektakel bieten. Ja, mit dem Schlammrennen ist halt, wie vorher schon gesagt, da verändert halt die ganzen Bedingungen komplett. Also es ist wie fast eine andere Sportart, es stellt das Rennen komplett auf den Kopf. Du musst erstens können im Schlamm fahren, es wird viel technischer, es wird anspruchsvoller, also die Steine werden glitschiger, die Wurzeln rutschiger. Ja, du musst ganz anders können fahren. Und der technische Aspekt, der gefällt mir sehr gut. Und was dazu kommt, ist, dass wenn es regnet, ist es oft ein bisschen kühler. Und ich habe die Hitze nicht so gern. Also mittlerweile kann ich mich gut kühlen in der Hitze. Mittlerweile komme ich auch mit der Hitze zu schlagen. Aber wirklich wohl fühle ich mich einfach, ja, wenn es etwas kühler ist, wenn es etwas kalt ist. Und ja, dann kann ich auch 90 Minuten ist das Rennen meistens ist es nicht so lang wie jetzt auf der Straße, wenn es regnet. Wenn es auf der Straße regnet, dann ist es irgendwann wirklich nicht mehr lustig, weil dann hat man einfach kalt. Aber auf dem Bike mit 90 Minuten geht es eigentlich gut. Und dann wird es einfach wirklich ein spannendes Rennen.